Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück bei Mordorschatten. Ja, Mittelerde, Mordorschatten. Er fiel in das Lager seiner Feinde ein und machte sich an den Rekruten des dunklen Herrschers zu schaffen. An diesen Tagen meisterten die Rekruten lediglich ihren eigenen Tod. Forme die Legende des Schwertes Urfael. Okay. Also, was müssen wir machen? Betrete die Übungsgelände, zusätzliche Rechte mit dem Nahkampfangriff. Okay. Hätte ich die Wahl, würde ich alleine schimpfen. Denn keine von euch Maden hat so viel Kampfeswillen wie ich. Ja, ja. Natürlich, du bist der Beste. Also. Ich hab genug von Udun. Es wird hallo, Zeit, Schwächlinge. Kannst du uns nicht alle töten, Abschaum? Ja, und gut. Wir werden dich zerfetzen. Gut. Und der nächste, bitte. Und zack, Kopf ab. Nicht dein Kopf, du! Na komm. Oh oh. Und das hätten wir geschafft. Und weg. Wie viele bleiben noch? Ach ja? Perfekte Abwehr. Zack. Ich bleib beim Schwert. Beim glühenden Schwert. Verdammt, er wurde getroffen? Ja. Ach, verdammt. Wir haben eine ganze Armee hier. Gut, dann hol die ganze Armee. Gut, komm. Ja, sehr gut. Hör auf, dich zu bewegen! Wir werden dich in Stücke hacken! Und... Ah! Scheiße! Und E. Hinrichten! Zack! Sein Kopf! Er hat ihn einfach abgeschlagen! So. Wo sind die Rekruten? Ich kann sie hier nicht erkennen. Sehr gut. Der nächste bitte. Ah, verdammt. Ah, verdammt. Ich sollte endlich mal aufhören. Einfach alles um dir anzugreifen, damit ich endlich hier fertig machen kann. Viele Rekruten bleiben noch.
Hilfe! Wir verbrennen meine Wände im Leib! Nehmt ihn sein Schwert! Ja, nehmt mein Schwert! Stehen bleiben! Oh, geschafft! Halleluja! Okay. Gut. Okay, hinterher. Der hat Infos. Wenn da etwas war, sollte... Gut, und... Hey! So, und zwar... Verhören! Rede! Information. Nein! Uhus sind nachgekommen. Dann schlag die nieder. Über diesen da. Na komm. Perfekt. Okay, wir sind alle tot. Gut. Ich bin schon in diesem Feindesgebiet. Gut, das wollte ich eigentlich noch nicht. Ich glaube, ich schnell reise hier rüber. Ah, verdammt. Ich weiß aus verschiedenen Quellen, dass man hier... Kurz daneben, dass man hier Leute rekrutieren kann. Irgendwann kommt es soweit, dann werde ich alle rekrutieren. Besiege Tugon, der Wächter und besondere Belohnung. Okay, annehmen. Das ist sehr gut. Wenigstens können wir jetzt ein bisschen kämpfen. Töte zuerst seine Wachen. Okay. Schleichen. Moment. Ich habe eine Idee. Dann ist es nur er. Tugog. Er leidet Schaden durch kampflose Stoße, kann durch kampflose Stoße verwundet werden. Okay, ja. So. Hallo, mein Freund. Gut. Du! Ja, ich. Wage es nicht, vor mir abzuhauen. Ich werde dich durch ganz Mordor jagen. Das will ich sehen. Ich bin zu schnell für dich. So, hier, bitteschön. Du kannst mich nicht verletzen. Umzingel dich. Verdammt, der Falsche. Verdammt. Versuchst es doch tatsächlich noch einmal? Zerschmettert ihn! Ja. Ja. Der Falsche! Der Falsche! Reicht dir die Stücke! Ja, verdammt! Das nennt sich Shake! Aha. So. Damit legst du mich nicht rein. Und jetzt... Pass auf seine Hände auf! Auf! Pass auf dich!
Ah, verdammt. Moment. Zwei und jetzt. Gut, sterbt alle. Sterbt, sterbt, sterbt. Er hat doch um Hilfe gerufen, oder? Und gut. Verdammt. Es sind die Geschosse ausgegangen. Gut. Wo ist er? Ein Jäger, der seinen Speer wert ist, kann jede Beute in Schach halten. Haha, Idiot. Moment. So, hier, bitteschön. Du gehörst mir. Oh. Der hat eine Waffe fallen lassen. Ja. Für den Dolch, oder? Als ich vorhin auf Patrouille war, konnte ich spüren, wie mich etwas beobachtet. Ich glaube, es war dieses seltsame Geschöpf, das Snug auch gesehen hat. Vielleicht ist es ein Spiel und für diesen Tag. Wir sollten es töten, bevor es ihm Bericht erstatten kann. Aha. Ihr wollt, Gollum töten? Viel Glück. Er hat nicht jahrelang überlebt, nur wegen er hier im Herzen von Mordor, nur damit ihr kommt. Der würde es nicht wagen, hier aufzukreuzen. Was war das? Ach, ach so. Er ist tot! So. Aufzehren für Verhören. Auch für den Barad-Dûr. Man kann jeden verhören? Okay. Die schaffen Resultate. Aber die Krieger erledigen die echte Arbeit. Naja. Krieger, echte Arbeit, bla bla bla. Mein Gott, die können eh nur labern. Nein, runter, runter, runter. Wir sind nicht zum Reiten da, sondern zum Töten. Genau wie Gauks, Ratten und Menschen. Ja, ja. Okay, was haben wir hier? Hm, sehr schön, sehr schön. Wir machen aber weiter. Gut, und sollte gleich hier unten sein, oder? Udun, nie ist Gauk hier. Hab gehört, wir würden woanders hingeschickt. Ach so, wir sind genau darüber. So ein Artefakt. Ach so, das ist damit gemeint. Gut. Verbesserungen, gehen wir mal hier rüber. Wie viel haben wir? 900. Wenn ich das freischalte plus das. Das plus das reicht nicht. Könnte vielleicht gehen. Ah, knapp nicht. Aber es wird reichen für mehr Fokus. Ja. Nein, ich will zuerst die Sachen... Ja, damit wir ein bisschen mehr Platz haben. Ja. Ach ja, es waren gleich zwei Runen. Gut, was haben wir noch? Stellt bei einem tödlichen Kopftreffer 5 Gesundheit wieder her. Ja. Chance von 33% bei jeder Aufzehrung oder zu erhalten. Das ist vielleicht etwas praktisch. Chance bei einem tödlichen Kopftreffer Uruks in der Nähe in die Flucht zu jagen. Mhm. Chance 14% Ritt auf ein Bestie zu töten, mit Schwert oder Bogen zur Elben geschossen zu erhalten. Setzt nach dem erfolgreichen Einsetzen von der Fähigkeit Festnageln wieder her. Das könnte vielleicht praktisch sein. Hört den durch Waffen verursachten Schaden beim Retten einer Bestie und Chance von 6% bei einem Angriff mit dem Bogen ein Elbengeschoss zu erhalten. Wir nehmen zuerst das hier und hier. Was ist das? Tödlicher Kopftreffer, ja. Aber hier haben wir mehr Fokus.
so einen 50% Fokus wiederherzustellen, oder? Ja. Und hier sind wir noch gesperrt. Ja. Nein! Nein, 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 nein. Reduzierte. Ja, so. Was ich eigentlich wollte, war das hier. Verkauften. Runen umwandeln will ich nicht. Das hier, nein. Chance, Flucht zu schlagen. Okay. 14 Ritter. Ja. Weg damit. Das da könnte von Bedeutung sein. Wir brauchen Kiew. Oder wäre es hier? So. Nein, abbrechen. Hier, Kauf. Grundplatz. Ja, wir haben genug. Der Preis des Blutes. Errungenschaft freigeschaltet. Gut, also was haben wir hier? Stellt bei einem Kampf Brandmarkung 4 Elbengeschosse wieder her. Erhöht die Chance auf einen Niederschlag beim Dolchwurf oder Dolchhagel. Die Tötung eines Hauptmanns oder Häuptlings stellt Fokus und Gesundheit vollständig wieder her. Hundenstufe. Mit der P-Macht eines Hauptmannes entscheidet. Die P-Macht eines Hauptmannes entscheidet über die Stufe der Rune, die er fallen lässt. Wenn du einen Hauptmann tötest, indem du seine Anfälligkeit ausnutzt, wirst du stets eine bestimmte Art von Rune erhalten. Schleichendolch, Fernkampfschwert. Okay. Das ist gut. Das ist sehr gut, finde ich. Verbesserungen. Hier können. Wir haben 2 Punkte. Das ist schön und gut, aber immer noch nicht weit genug für das. Das wird freigesetzt. Gut. 800 und. Ja, 800, 800. Also 1600 brauchen wir im Gesamten für das hier. Dann würde ich sagen, ein bisschen mehr Fokus. Damit wir öfter treffen. Das hier ist nicht so wichtig, finde ich. Obwohl das hier auch gut ist. Aber ich weiß nicht, ob sie sich alle eins teilen. Also, ob man ja nur sich selbst auffüllen kann. Oder ob man nur durch Schleichen das auffüllt, durch Kämpfen das hier und durch Pfeile das hier. Weiß nicht, dann können wir hier weitermachen. Gut. Wir sind hier. Das nächste, was übrig ist, ist Pfeil und Bogen. So, runter. Runter, sagte ich. Runter! Haben können schnell rennen! Wenn auch nur ein Stück weit! Okay, gut. Da vorne ist nur ein Lagerfeuer mit einem U-Hut. Das will ich nicht in die Luft jagen. Das bringt ja kaum was. Deshalb hier. Er lauerte unter den eisernen Mauern und ein jeder närrisch genug hinunterzublicken, würde einen schnellen Tod zugefügt. Okay. Schieß auf Fäche und Fern. Okay. Setze die Flammen. Ohne Tutan zu betreten. Okay. Was war das? Hallo, mein Freund. Gut, was haben wir hier? Also, ich muss überlegen. Okay. Gut, Zusatzziel wurde geschafft. Ah.
Okay, Elfenpfeile mehr nötig. Okay, gut. Gut. Haben's. War wohl nur eine Ziege im Gestrüpp. Zurück an die Arbeit. Was? Eine Ziege? Würde eine Ziege so einen Schaden machen? Weniger trinken. Mein Verstand spielt mir Streiche. Wenn es wiederkommt, töten wir es. Verdammt. So, okay, und. Der Vorräte an die Schmiede liefern. Verdammt. Ihr wisst ja, was passiert, wenn der Rüstmeister nicht mehr arbeitet. Da war doch ein Geräusch. Gut, machen wir einen besseren Lärm. Okay, noch drei. Ah, da. Verdammt, ich kann ihn nicht sehen. Was? Habt ihr das gehört? Was? Ach so. Das ist ein Karagor. Gut, noch zwei. Die Frage ist, welche zwei nehmen wir? Der Typ da vorne kann ich nicht sehen. Aha. Gut. Ah, verdammt. Ob das jemand tötet? Verdammt, ich dachte, das würde ihn töten. Praktisch nur noch einer. Gut, wir müssen. So. Geschafft. Zusatzziel-Error. Geschafft. Wir haben einfach alles geschafft. Und da haben wir noch einer. Nee, den will ich gar nicht töten. Oder zumindest nicht jetzt. Mhm. Gut, dann machen wir die Aufgabe, dann lösen wir noch das auf, machen die hier. Ja, ja, das wird. Sorry. Ich wollte dir eigentlich nicht so auf die Palle rufen. So. Moment. Wir laufen hier hin. Hallo. Wir werden dich zerfetzen. So, und jetzt. Antworte. Du bist mein. Was wollen wir von ihm? Nein. Nimm wir den da. Mock der Gelehrte. Was? Das ist also ein Gelehrter. Gut, wenn es so ist, dann ist er halt gelehrt. In was? In Dummheit? Habe ich seine Gefühle verletzt jetzt, da ich gesagt habe, in Dummheit? So. Warum haben die Angst? Ich verstehe es nicht. Aber nicht mein Problem. Gut, was. Ah, ja. Ein einfacher Pfeil und. Ja, mit dem Teil hier. Oh, oh, wir waren schon drauf. Hm. Gut, gravierte Götzenbild von Morgoth. Wer zum Geier ist Morgoth? Ah, sein Kopf. Gut. Tarrasson, ihm wurde wahrlich das Blaue vom Himmel versprochen.
Und was bekommen wir? Krieg! Steuern! Menschenopfer auf dem Marktplatz! Tag und Nacht kann ich die Schreie hören. Und wir sollen dieses widerliche Biest auch noch verehren. Der große Baum hält als Brennholz her. Des Königs Kopf ist mit Lügen gefüllt von seinem Ratgeber, dem Gefangenen in Ketten, Sauron, dem nun ach so edlen Sauron. Alindel hat recht. Numenor ist verloren. Die Schiffe können uns nicht schnell genug von diesem Leichenhaus fortbringen. Ist es von da, wo Sauron sich hat gefangen nehmen lassen? Morgoth, der erste dunkle Herrscher von Mittelerde. Der große Feind. Sauron war sein Diener. Er war ihm treu ergeben bis zum Ende und darüber hinaus. Okay, das muss nicht unbedingt gut sein. So. Ein Haufen Orks getötet. Ork meine. Gut. Hab kein Interesse an die. Du könntest mal einen Sklavenkopf in die Luft werfen und er wäre von Bolzen durchbohrt, bevor er überhaupt wieder in die Erde segelt. Gut, bevor ich es vergesse, ja, hier. Das ist unsere erste Anlaufstelle. Und dann. So. Als erstes müssen wir die Gegend sichern. Das hört sich nicht gut an. Nein, ganz und gar nicht. Was überhaupt hört sich nicht gut an? Ah, verdammt. Ich hatte das Schachbrett, also das Schlachtfeld, so gut wie leer. Und jetzt, dieser verdammte Sauron. Der Turm, aus Elbensteinen gebaut. Er leuchtet, als wäre er aus Licht errichtet. Ja, aha. Tötet 3 Spinnen. Was? Okay. Gut, was haben wir hier? Ist das wirklich alles ein Gebiet? Und wir haben... Okay. Gut, wir machen zuerst das hier. Aber wir haben alles freigeschaltet. Das finde ich lobenswert. Aber warum ist die Geistersicht so dunkel? So, hier rüber. Ja, genau. Und aufsammeln. Aber wir haben nicht mehr so viele und wir haben erst die Hälfte Verbesserungen. Da haben wir nachts und hier brauchen wir noch einen besseren. Ja. So. Dann gehen wir hier rüber. Und hier in den Höhlen. Das wird ein harter Kampf. Der Rüstmeister sagt, ich hätte seine Waffen gestohlen. Den schmutzigen Lügner sollte man in das Schmiedefeuer stoßen. Gut, also als erstes einmal... Hallo, mein... So, hallo, mein Freund. Schleicht da jemand umher? Nein. War was? Da drüben hat sich etwas bewegt. Nein, das hast du dir sicher nur eingebildet. Wie konnte das nur passieren? Hat jemand dieses Phantom gesehen, das hinter uns her ist? Keine Spur. Ah, da. Okay. Oh, sie nennen mich schon Phantom. Kann ich hier, Gelaia Mordor. Errungenschaft, die Krone des Lichts erhalten. Aber wir haben... gerade die Hälfte, vielleicht deshalb. Moment, aber früher zum Geier sollte das noch sein. Wir haben doch alles aufgedeckt. So ziemlich. Gut, ich würde aber sagen, das war's für diese Folge. Es gab ein Königreich hier in Mordor.
Es wurde im Widerstand gegen den dunklen Herrscher errichtet. Und weiter? Okay, er sagt nichts mehr. Gut, dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. Hast du etwas gehört? Also. Ich bilde mir Dinge ein. Ja. Also, bitte. Jetzt treibt sich ein Mörder herum. Boah, diese Schreihälse. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.